Also insoweit keine Berührungsängste. Okay. Okay, zur Locuccini. Ich möchte es wie mein Vorredner machen, und zwar einen Rückblick Ihnen geben, wie die Locuccini bei uns entstanden ist. Also wir haben im November 2018 mit unserem Projekt begonnen. Wir haben einen Bewilligungsbescheid bekommen mit 200.000 Euro. Auch das war für uns nur dann möglich, die Locuccini umzusetzen. Der Projektzeitraum ging bis März 2021. Also wir haben über 2 Jahre daran gearbeitet. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen alles aufzählen. Es war für uns natürlich Neuland, wie für viele andere auch. Und ich möchte mal an die Frau Schenk sagen, wenn wir diese Hinweise, die sie heute Abend uns gegeben haben, damals schon gehabt hätten, hätten wir vielleicht eine oder andere anders gemacht. Aber Learning by Doing ist bei so einer Aktion sicherlich auch wichtig. Wir haben dann zusammen mit dem HGV und den Händlern und Dienstleistern, also federführend war die Stadt Oberndorf, die Marke Locuccini in einem Workshop kreiert. War natürlich heiß umstritten. Locuccini, kein deutsches Wort, aber die lokalen Genies, so wird es bei uns ausgesprochen. Aber ich glaube, wenn man über solche Namen auch negativ diskutiert, bleibt man im Gespräch. Was war für uns im Grunde die Zielsetzung? Dass wir einen regionalen Ansatz haben. Das bedeutet, wir haben zusammen mit unserer Nachbargemeinde Flur und Winseln diesen lokalen Online-Marktplatz gegründet. Wir haben insgesamt 17.000 Einwohner. Wir haben das Bestreben, in der Zukunft auch unseren Warenkorb zu vergrößern. Das heißt, Anbieter aus der Region mit auf die Plattform zu nehmen, um auch regionale Produkte anbieten zu können. Wir haben vor kurzem unseren Bahnhof verkauft an einen Landwirt, der dort eine Markthalle mit Bioprodukten anbieten möchte. Also das ist ja gefragt. Und da möchten wir auch unseren regionalen Ansatz sehen. Alleinstellungsmerkmale, die wir haben, eins ist, dass wir eine eigene Plattform haben. Eigene Plattform heißt, wir haben unsere Produkte nicht auf einer bestehenden Plattform aufgesattelt, sondern wir haben eine eigene Plattform programmiert und designt. Nicht wir, sondern wir haben natürlich das öffentlich ausgeschrieben und dem günstigsten Anbieter dann auch den Auftrag erteilt. Wir sind deshalb unabhängig. Wir haben einen Server, der in Deutschland steht. Also es war immer eine Diskussion in unserem Barcamp zum Beispiel. Ja, wenn die Daten irgendwo auf einem Server liegen, der international bestückt ist, dann kann auch sein, dass diese Daten dann an andere User im Grunde verteilt wird. Und deshalb können wir eben von sicheren Daten ausgehen und die für keinen anderen Zweck im Grunde genutzt werden können. Es ist auch schon angesprochen worden, dass wir keine reine Verkaufsplattform haben. Das ist auch wichtig. Und dass unsere Plattform zwischenzeitlich eine Informationsplattform ist. Dadurch, dass es unsere eigene Plattform ist, sind wir auch nicht gewinnmaximiert. Das heißt, wir können im Grunde, wir sind nicht orientiert, Gewinne zu erzielen, deshalb auch die Genossenschaft. Die Genossenschaft wurde dann gegründet und ist dann im 1.1.2020 sozusagen ins Leben gerufen worden. Wir haben also einen Vorstand, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, also die Frau Wegener-Spüler, die rechts von mir sitzt, betreibt seit 1. Januar diesen Marktplatz. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch dem Genossenschaftsverband Stuttgart ein herzliches Dankeschön sagen für die Unterstützung. Auch hier haben wir sehr wertvolle Hinweise bekommen und das auch entsprechend umgesetzt. Das heißt, es war von Anfang an unser Wunsch, die Locuccini auf eine separate Form zu setzen, das heißt auf diese Genossenschaft und weg von der Kommune. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass solche lokalen Marktplätze nicht von einer Stadt betrieben werden, sondern von den Händlern oder von einer entsprechenden Organisation. Aber wie bereits gesagt wurde, ist es ganz wichtig, dass die Stadt natürlich mit eingebunden ist und auch diese Aktion im Rahmen der Wirtschaftsförderung weiter unterstützt. Ich möchte jetzt nur ein paar Einzelheiten noch rausgreifen, die jetzt vielleicht für unsere Plattform speziell sind. Ich denke beispielsweise an die digitalen Gutscheine. Wir haben also Gutscheine, die eingelöst werden können, um Umsatzzahlen zu nennen. Wir liegen weit über 100.000 Euro im Jahr 2020. Zwischenzeitlich haben wir für rund 25.000 Euro Gutscheine in diesem Jahr verkauft. Der große Run wird ja auf Jahresende vor Weihnachten und so weiter kommen. Das heißt, das ist auch eine Aktion. Ich werde nachher noch in einer kurzen Präsentation noch mal kurz darauf zu sprechen kommen.
Wie war das im Grunde dann im Lockdown 1? Also das heißt, im März vergangenen Jahres sind wir in einer Testphase. Also wir hatten unseren lokalen Online-Marktplatz noch gar nicht fertig programmiert und designt, sind wir schon in Aktion gestartet und haben dort Einkaufsservice und Lieferservice und auch die Gutscheinaktionen gestartet mit einem großen Erfolg. Also insoweit hat uns die Corona-Pandemie mitgeholfen. Also wahrscheinlich ist das einzige positive Alleinstellungsmerkmal dieser Pandemie. Und dann im Lockdown 2, das war dann kurz vor Weihnachten 2020, wo im Grunde die Geschäfte geschlossen haben, haben wir natürlich Aktionen gestartet, um auch das Weihnachtsgeschäft für unsere Einzelhändler entsprechend zu betreiben. Wesentliches Merkmal, es wurde auch schon angesprochen, war unser Freibad oder ist unser Freibad. Wir hatten dann im vergangenen Jahr sämtliche Buchungen online aufgrund auch der Hygienevorschriften und bargeldlose Zahlungsverkehr mit circa 40.000 Besuchern im Jahr. Wir haben im Schnitt 80.000, aber durch die Corona-Pandemie hat sich das natürlich entsprechend verringert. Haben wir dort reibungslos das gewährleisten können, dass das Freibad entsprechend durchgeführt wurde. Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, dann möchte ich einfach kurz die Präsentation aufrufen, die jetzt kurz eingespielt wird. Also wir haben, ich möchte nur ein paar Stichworte sagen, Sie sehen es jetzt an dem Bild selber, wir haben die Schnelltests, Corona-Schnelltests, Buchungen über unsere Plattform abgewickelt. Auf dem nächsten Bild sehen Sie dann die Events in der Region, also das Ticketing. Wir können die Events, die überhaupt machbar sind in der Corona-Zeit, jetzt entsprechend bespielen, dass also hier entsprechende Tickets gebucht werden können, reserviert werden können. Dann haben wir auch Blogbeiträge, also aktuelle Beiträge. Das ist Präsentation noch vom Mai, wo Muttertag war und verschiedene andere Aktionen, auch die Stadt Oberndorf durchführt. Dann wir machen mit unsere Einzelhändler. Hier haben wir unser Angebot der Gastronomie. Also auch hier sehen Sie dann die entsprechenden Speisekarten. Hier können Sie Tisch reservieren, hier können Sie auch entsprechende Speisen reservieren. Also in dem Falle auch alles online über unser Local Genie. Ein weiteres Angebot ist unsere Jobbörse. Also hier können Unternehmen und auch ja, Kommunen und so weiter auch Jobs anbieten, beziehungsweise auch auf Jobsuche gehen. Auch diese Plattform wird sehr stark genutzt. Und weiter haben wir auch dann, das sind Aktionen, einzelne Aktionen des Einzelhandels, die wir posten, ob das jetzt Verkaufsveranstaltung ist bei unserem Autohändler oder ob das jetzt 1. Mai-Veranstaltungen sind. Und dann haben wir auch MIO, das haben wir jetzt noch nicht drauf. MIO ist Mitmachinitiative Oberndorf. Also hier können entsprechende Angebote gemacht werden im Bereich des Ehrenamts. Und dann, ja, wir können weitergehen. Und dann können auch ehrenamtliche Tätigkeiten hier getauscht werden, eingelöst werden, untereinander abgeschlossen werden. Hier nochmal ganz kurz die Zusammenfassung. Projektzeitraum November 2018 bis März 2021. Die anderen Zahlen möchte ich übergehen. Wir haben insgesamt 30 Genossen. Also das heißt, wir haben die Genossenschaft auch gegründet, um eine Gemeinsamkeit und Gemeinsinn zu haben. Wir haben bereits über, und jetzt möchte ich die Zahl korrigieren, 118 Teilnehmer auf unserer Plattform. Das sind circa 80 auch, die entsprechend Angebote machen. Bei diesen 100 Teilnehmern sind zwischenzeitlich auch Vereine mit dabei, die posten auf unserer Plattform. Aktuell sind es so zwischen 90 und 1000 Besucher im Monat. Geführt wird es von unserer Geschäftsführerin und von unserer Genossenschaft. Es gäbe noch vieles zu sagen, aber ich glaube, allein die Themen, die ich angesprochen habe, sind auch wert, nachher in der Diskussion miteinander zu besprechen. So viel in aller Kürze von meiner Seite und ich freue mich dann auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch Ihnen, Herr Kopf und Frau Wegener-Bühler, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme heute.